Ja, hallo Leute, hier wieder Tosu mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, unser Feendal und unsere Tosita sind hier jetzt endlich bei der Festung Amol angekommen und ja, machen da endlich mal weiter. Und die Tosita ist ja so von Blumen fasziniert, dass sie da ja sammelt, was es nur geht. Und ihr werdet dann schlussendlich bei dem In-Between-Video auch drauf kommen, warum das so ist, aber ja, eine gute Rüstung und gute Waffen sind schon einiges wert, da kann man schon hin und wieder was sammeln. Da schaut es verkohlt aus. So, wir schauen da jetzt einmal auf den Wegweiser, wohin wir jetzt müssen eigentlich. Mir wurde gesagt, ich soll hin und wieder mal auf die Karte schauen, wo wir sind, ja. Wir sind Festung Amol, müssen da jetzt aber daher. Das heißt, wir müssen uns da rechts halten. Verstecktes verlorenes Messer, es war da hinten beim See, ja? Wie kommen wir da am besten daher? Trevers Wacht. Schauen wir, vielleicht haben wir das da. Ihr war, okay, Karte nochmal her. Trevers Wacht und ihr war's da. Ja, genau, ja, das müsste stimmen, wenn es nicht unbedingt da ein Fake ist. Und ich habe da Blume gesehen. Na, sorry, wir laufen da weiter. Ich möchte euch gleich einmal vorstellen, weil wir vorher dran machen konnten wir schon, ja, das hatten wir schon gesehen. Ich zeige euch jetzt mal. Ja, Pat und Patachon. Ja, und da haben wir schon einen Haufen von Tieren. Was nehmen wir da? Beschworene Bogen, gehen wir in den Nahkampf. Ja, die sind extrem cool. Okay, also mit den coolen Moves, da ist überhaupt nichts. Ja. Ich weiß nicht, wie und wann wir das machen können. Wie durchsuchen, das sage ich mal da. Ja. Bärenklaue, Bärenpelz. Klauen sind cool. Pelz brauchen wir nicht. Frostbespinne, das Gift ist zum Verkaufen da. Ja. Wir stecken das mal weg. Da kommt auch jemand auf uns zu. Das ist ein Zauberer. Das sehe ich schon von weitem. Ja, sicher. Leute, ihr wisst ja, ich hasse Zauberer ohne Ende. Am besten der marschiert vorbei. Schneebären sind cool. Schnee. So, wer bist denn du? Komm. Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung. Aha. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Okay. Also Baton Batachon kennt ihr jetzt schon. Ah, die blaue Bergblume. Nicht vergessen. Okay, der ist auf dem Pilgerpfad, soll auch so sein, wenn auch immer, wie auch immer. Ja, eigentlich brauche ich die nicht sammeln, weil wir machen genug Marie, also Geld, indem wir Zaubertränke herstellen und verkaufen, aber Schneebären gibt es eigentlich ziemlich selten zum Kaufen. Und die sind schon wieder weg, die Jungs da hinten. Ich zeige euch gleich die nächsten. Wir haben da Feuer-Adronach und die Frost-Adronachen und wir haben jetzt auch noch den Sturm-Adronachen gehabt. Ja, egal, machen wir so. Die brauchen extrem viel Magicka.
Und die anderen noch mehr. Aber die sind so wie die Feueradronachen auch Fernkampfkünstler. Ja, Künstler. Jetzt habe ich schon einen extremen Zungenschlag. Dann haben wir noch zwei Stück, ja, die wir da kennenlernen sollen. Ich zeige euch gleich da, was wir da auch noch haben. Das habe ich, glaube ich, in der Shortcut. Die Tremora-Fürsten. Ja. Also die Jungs kommen schon extrem cool rüber. Ja, und unser Feendal mit dem blöden Stab, der macht uns immer selbst fertig. Egal. So, gezeigt ist gezeigt und jetzt marschieren wir da mit der ganzen Partie los. Blaue Bergbohm, ja, das brauchen wir. Wir schauen mal, wo sind wir hier überhaupt? Ja, hurra, was tun wir da? Wir hätten hier hin sollen und wieso sind wir da? Egal, wir laufen weiter. Wahrscheinlich haben wir uns verlesen. Das ist... Dunkelwasserkreuzung. Ja, Dunkelwasserkreuzung. Hab schon viel davon gehört. Dunkelwasserkreuzung. Was ist denn da jetzt? Ja, der Sturmatronrecht kommt echt cool. Ja, Dunkelwasserkreuzung. Das klingt ja auch gleich einmal so. Echt böse. Aber ich möchte euch bitten, wenn ihr nicht wollt, dass wir jetzt da durch die Gegend rennen, das erste Mal, bis wir die ganzen Ortschaften erkundigt haben, dann müsst ihr mir das sagen, ja. Dann lasse ich das und Weizen ist wichtig. Also Leute, ihr werdet das gleich einmal sehen, irgendwann einmal, wenn wir den Quest fertig haben. Weizen für die Alchemie extrem wichtig, sage ich euch. So, wer ist denn jetzt gestorben? Dunkelwasserkreuzung, da gibt es eine Schmelzhütte, ja schau. Wer bist denn du? Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Ja, wenn du das sagst, okay. Was ist los? Drachen? Drachen? Kann nicht sein. Die Drachen sind echt lästig im Spiel. Da liegt Gold und das können wir Korundum bauen. Ah, sorry. Das können wir nicht stehlen. Wir müssen da jetzt einmal einen ganzen anderen Zauber einsetzen, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Liebling, habt ihr meine Spitzhacke? Lass mich in Ruhe! Okay, ich lasse dich in Ruhe. Ist am Südende, in der Nähe dieses wackeligen Steinhaufens. Manchmal könnt ihr also doch hilfsbereit sein. Kein Grund, gleich schnippisch zu werden. Aha. Und Meyeran glaubt, dass wir dorthin gehen sollten. Tut mir nicht weh. Ich möchte kein Wort mehr darüber hören, was ihr von den Elfen lernt. Es ist höchste Zeit, dass ihr... Tut mir nicht weh. Aber Mama... Er ist ein recht guter Bauer. Bitte ihn, euch die Landwirtschaft zu lehren. Ja, da geht's ja um. Was ist denn da überhaupt los? Wo ist denn die jetzt mit der weißen Bluse hin? Die wollte ich... Ja, lass es doch sein. Wer bist denn du? Und du? Würde jemand bitte diese Magie dämpfen? Ja, welche Magie meinst du denn? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir fischen und bleiben für uns. Wir versuchen, weder das Kaiserreich noch die Sturmmäntel gegen uns aufzubringen. Und bislang hat uns der Krieg verschont. Okay, ihr seid also... Bis zum nächsten Mal. Lasst mich in Ruhe. Okay, ich lasse dich in Ruhe, Mädel. Keine Sorge. Du, wer bist denn du? Ferner Felsenwerfer. Komm. Tut mir nicht weh. Okay, du bist der tut mir nicht weh Typ. Dunkelwasserkreuzung. Da drinnen ist Licht und ich komme da nicht rein. Und wir machen das ganz einfach. Ja, spät...
13 Stunden warten und dann geht schon wieder weiter. Ich denke mir, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das doch auch gleich, ja. Ja, 1000 Drachen haben uns. Ja, unsere Jungs, die melden. Jemand muss etwas unternehmen. Jemand muss mir helfen. Was ist denn da? Okay. Ich ergebe mich. Geht auf, ihr Und was mache ich da jetzt so? Ja gut, ich bin mir nicht sicher, was wir da alles brauchen. Wir nehmen das Schild einmal. Und dann nehmen wir da, ja, das Schwert, ja. Und wer ist denn da böse überhaupt? Glückstreffer. Okay, auwe. Also wir haben da jetzt kläglich versagt. Schaut so aus, gell? Oh ja, schau. Leute. Pfeile ist gut, die Rüstung kannst du irgendwo. Das ist auch für nix. Und ja. Okay. Was waren das für Jungs jetzt? Kaiserlicher Soldat und das waren die Sturmmäntel. Aha, da gibt es ja Übergriffe ohne Ende. Da gibt es immer Schimmerpilze, die sind auch wichtig. Am Wasser irgendwo. Aber egal. Das war ein Übergriff. Ja, aber was für einer? Stahlpfeile. Okay. Gut, wir wollten ja da eigentlich jetzt mit unserer Madame reden. Wo ist denn die? Da ist sie. Früher war ich Abenteurerin, aber dann habe ich mich niedergelassen und geheiratet. Au weh, ja, schade, echt, ja. So ist es. Ich habe unzählige Orte erforscht. Auch die Mine, um die die Dunkelwasserkreuzung aufgebaut wurde, war ursprünglich meine Entdeckung. Ach so. Erst neulich habe ich um der alten Zeiten willen die Gegend erkundet. Dabei entdeckte ich einen Banditen auf dem Weg zu seinem Lager. Hättet ihr vielleicht Lust, auf die Jagd zu gehen? Mein Mann ist eine lahme Lusche und ich kann nicht allein gehen. Ja, ich habe leider gerade keine Zeit, aber ich komme wieder. Gut. Okay. Bis zum nächsten Mal. Also Leute, in diesem Sinne, ich denke, das war wieder mal genug. Die Anneke Felsenspringer, oder wie heißt sie? Anneke Klippenspringer, ja, die werden wir noch einmal wiedersehen, weil da kommen wir sicher zurück. Und unsere Adronacht verabschiedet uns. Und ja, Feendal, ja, du stehst da teilnahmslos herum. Wir werden da jetzt den richtigen Weg mal suchen. Ich glaube, da geht es dann da über den Berg drüber. Okay. Ich hoffe, der Spaß ein wenig, ja, und wenn. Ja, dann macht ein Abo, wenn nicht, dann sagt es ihm nicht weiter. Angenehme Nacht, euer Toso. Ciao.